Das bringt mich dazu, noch ein bisschen mehr einzugehen auf Aktivitäten unseres Feindes. Ich habe hier und da in der Offenbarung gelesen und habe wieder neu mir diese Sendschreiben angeschaut. Ich glaube, dass die Sendschreiben an die Gemeinden alle uns betreffen, also jedes Einzelne zu uns spricht und sprechen soll. Und in diesen Sendschreiben gibt es ja eins, wo die Person Isabel wieder genannt wird. Und ja, da hat mich der Heilige Geist neu angesprochen darauf und mir das in Gedanken gegeben. Isabel ist ja eine Frau eines Königs gewesen. Im Alten Testament ist das berichtet. Isabel war die Frau von König Ahab, König von Israel. Und sie wird wieder erwähnt in der Offenbarung, was uns zeigt, dass es also nicht nur irgendeine Person war, sondern hinter dieser Person eine geistliche Macht ist. Ich lese uns mal diesen Vers aus Offenbarung 2, Vers 20. Da sagt Jesus zu einer Gemeinde: Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Also zuerst nehmen wir zur Kenntnis, dass Jesus seiner Gemeinde hier einen Vorwurf macht. Und ich glaube, dass Jesus das darf. Und die Formulierung ist mir für heute wichtig, dass Jesus der Gemeinde nicht vorwirft, dass es diesen Geist von Isabel gibt, sondern Jesus wirft der Gemeinde vor, dass sie Isabel ungehindert gewähren lässt. Und wir lesen in diesem Vers, dass es steht dabei, verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener. Also der Geist der Isabel will gerne lehren oder erziehen oder prägen oder Dinge angewöhnen. So würde ich das auslegen. Vielen Dank. Das kannst du lassen. Ja, Dankeschön. Ja, der Geist der Isabel will uns lehren. Also nicht im Sinne von, es kommt ein Lehrer und erzählt uns etwas, sondern im Sinne von prägen, Einfluss nehmen auf unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, Einfluss nehmen auf uns etwas angewöhnen, etwas in uns hineinbringen. Was hier als erstes genannt wird, ist sexuelle Unreinheit hinter der ganzen Pornografie und ja Verlockung ist dieser Geist. Darauf will ich aber heute nicht näher eingehen. Ich denke, dass wir das alle erleben oder auch wahrgenommen haben in der Vergangenheit, dass es auf diesem Gebiet einen massiven Druck gibt und eine starke Verführung und dass wir ja, Kraft aufwenden müssen, im Gebet mit Jesus unterwegs zu sein, um solchen Dingen zu widerstehen und uns da nicht in Unreinheit bringen zu lassen. Ich denke, dass wir in dem ganzen Bereich, dass junge Leute sich kennenlernen und heiraten, in dem ganzen Bereich auch Ehevorbereitung, ist es ein absolutes Thema, dass ein junges Pärchen sich sexuell reinhält. Es ist deshalb ein Thema und es ist deshalb so schwer, weil es eine geistliche Kraft gibt, die das verderben will. Und das ist eben nicht irgendwas, sondern das ist der Geist von Isabel. Und es gibt einfach diesen Kampfplatz um sexuelle Reinheit. Und in dem befinden wir uns, weil es da einen Geist gibt. Und dieser Geist ist ein mächtiger Geist. Und wer die Geschichte studiert, Ahab und Isabel, wenn ihr euch die Kapitel durchlest, dann seht ihr, wie die Isabel damit operiert. Es ist eine Waffe gegen die Gemeinde, es ist ein Angriff auf die Reinheit der Gemeinde, ein Angriff auf die Reinheit der Männer und Frauen, sexuell in Reinheit zu leben. Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, der Geist der Isabel ist nicht
irgendwas Schlimmes, wo wir großen Respekt davor haben, was vielleicht hier oder da mal punktuell mal vielleicht gewirkt hat. Dieser Geist ist permanent da und aus Erfahrung kann ich sagen, dieser Geist greift immer und überall permanent ununterbrochen die Gemeinde an. Wenn eine Gemeinde irgendwo am Entstehen ist und es gibt 2, 3 Herzen, die sich ausstrecken danach, nach dem Wort Gottes Gemeinde zu bauen, dann brauchst du nicht lange zu warten, wird ein Geist von Isabel angreifen. Also auch uns greift dieser Geist permanent an. Es wäre sonst nicht diese Schwerstarbeit, unseren Jugendlichen und Kindern zu vermitteln, sich sexuell reinzuhalten. Es wäre nicht, wenn es diesen Geist nicht gäbe, dass unser Land und die Medien von Unzucht und Unreinheit bis hin zu unserer Gesetzgebung im Land sexuell verdorben ist. Das kommt von dort her. Dann haben wir gelesen, unabhängig von sexueller Zügellosigkeit, Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Und ich denke, man kann es als ein geistliches Sinnbild verstehen für die Nahrung von Dämonen. Und die Nahrung von Dämonen ist negatives Denken und Reden über jemand, sodass Lügen groß werden, das Misstrauen wächst und dass negative Überzeugungen über uns, in uns, über andere wachsen und die irgendwie zu einer Art Gewissheit werden. Das ist Isabel-Erziehung. Lügen über eine Person, die wird zu einer Überzeugung, die ist so und das war so und damals und ich weiß noch. Und es gibt so eine negative Gewissheit, das ist Erziehung der Isabel. Und mein Aufruf heute ist, dass wir aufhören, diesen Geist zu tolerieren. Jesus wirft hier seiner Gemeinde vor, du lässt sie ungehindert gewähren. Und damit müssen wir aufhören. Also wir hören auf, Isabel gewähren zu lassen. Und ich glaube, wir alle als Gläubige haben mit ihr zu tun. Mit dem Geist von Isabel und mit dem Geist von Ahab. Wir alle haben damit zu tun. Und wir alle haben auch in unserer alten Natur Ansätze, mit diesen Geistern zu kooperieren. Und beim Nachdenken und Beten hat der Heilige Geist ein paar Sachen konkret zu mir gesprochen. Das ist nicht eine umfassende Lehre darüber, aber ich denke, das ist das, was jetzt der Heilige Geist dazu sagen möchte. Was sind so Auswirkungen in meinem Leben, wenn ich die Isabel gewähren lasse, wenn ich ihr erlaube, zu machen, was sie gerne machen will, ohne dem zu widerstehen, ohne ihr den Krieg zu erklären? Ich glaube, dass eine Auswirkung dieses Geistes in unserem Leben sein kann, dass wir permanent müde sind. Ich spreche jetzt nicht von einer Müdigkeit, weil wir wenig Schlaf hatten oder weil wir mehrere 12 Stunden auf Arbeit Schichten hatten oder weil wir eine Woche lang aus der Nachtschicht kommen und dann müde sind. Davon spreche ich nicht. Ich spreche von einer lang anhaltenden Müdigkeit, obwohl wir genug Schlaf haben, obwohl das ganz normale, natürliche Leben irgendwie normal läuft und dass diese Müdigkeit ganz, ganz stark wird, immer in Bezug auf geistliche Aktivitäten, dass wir in einer Gebetsgemeinschaft müde werden und würden, wenn wir zu derselben Zeit in unserem Wohnzimmer sitzen, wären wir überhaupt nicht müde. Davon spreche ich. Eine permanente Müdigkeit ist ein Geist der Isabel, der da wirkt. Und da möchte ich uns heute ermutigen, wir hören auf, sie gewähren zu lassen. Wir nehmen das nicht hin. Ich zeige euch die Schriftstelle dazu. 1. Könige 19, Abvers 2. Also ich setze die Kenntnis dieser Geschichte voraus. Wer die Geschichte nicht kennt, muss die nachlesen. Elia hat die Baalspriester geschlachtet. Es gab diese große Konfrontation zwischen den echten Propheten und den Götzendienern. Isabel hat es als Person geschafft, die
Propheten und die prophetische Rede nahezu auszurotten. Die wahre Anbetung war fast ausgerottet in Israel. Und dann gibt es diesen gewaltigen Sieg, das Feuer vom Himmel kommt auf dem Altar von Elia. Und dann steht, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Also das ist eine Formulierung, die in der Elberfelder im Alten Testament häufig vorkommt. Und übertragen sagt sie, also mir soll was Schlimmes passieren, wenn ich dich nicht morgen umbringe, so wie du meine Baalspriester umgebracht hast. Also sie spricht ihm eine Morddrohung aus und das lässt sie von einem Boten überbringen. Sie macht das nicht direkt. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Wenn eine gedankliche Wolke auf uns kommt, die uns diese Ideen aussprechen lässt oder glauben lässt, es macht keinen Sinn. Nimm mich weg, Herr, ich will sterben. Wer bin ich schon? Es macht doch sowieso keinen Sinn. Das ist ein Geist der Isabel. Wir müssen aufhören, sie gewähren zu lassen. Dieser mächtige Mann Elia, der da zuschaut, dass die Baalspriester einen ganzen Tag ihre Götter anrufen und schreien und sich ritzen und sagt, ihr müsst lauter schreien, weil vielleicht ist euer Gott austreten, so steht es in der Bibel. Und dann abends auf sein Altar Wasser kippen lässt, mehrere Male, dass der Graben um den Altar sich mit Wasser füllt. Und dann betet Gott des Himmels, lass Feuer fallen. Und Gott lässt Feuer fallen und verzehrt nicht nur das Opfer, sondern die Steine des Altars und das ganze Wasser. Wohlgemerkt, das Wasser war sehr kostbar, weil es war 3,5 Jahre Dürre im Land. Ich staune, wo sie das Wasser überhaupt hergeholt haben. Und dieser Mann kommt hier von jetzt auf nachher in eine Situation, wo er sagt, Herr, ich will nicht mehr, nimm mich weg. Ein überragender Sieg und dann dieser Totalabsturz. Deshalb lasst uns wach sein, das ist mir ganz neu deutlich geworden. Nach einem geistlichen Durchbruch, nach einer Zeit, wo wir geistlich was gut gemacht haben, wo was gut gelaufen ist, wo wir einen Erfolg hatten, wo wir gemerkt haben, der Herr ist mit uns. Danach, die Zeit ist ganz entscheidend, weil genau danach kommt so eine Aktion. Bei mir sind da einige Situationen an meinen inneren Gedanken vorbeigezogen, wo ich dachte, ja genau, da war dieser Dienst oder das und das und es ist sehr gut gelaufen, Gott hat gewirkt und danach kommt plötzlich eine Wucht von du bist nichts, du kannst nichts, lass es sein, es macht alles keinen Zweck, nimm mich weg. Das ist der Geist von Isabel. Wir dürfen sie nicht mehr gewähren lassen. Und Elia ist hier von jetzt auf nachher in dieser Depression. Und dann steht, er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Also ich kann es schwer nachvollziehen. Versuchen wir uns hineinzuversetzen. Es sind mehrere hundert Baalspriester, mehrere hundert, viel mehr wie hier im Raum. Und der Elia steht auf der anderen Seite und Gott stellt sich zu ihm und zeigt, wer Gott ist. Also ich denke, das ist irgendwie ein Ereignis, wo man selber innerlich total bewegt und übelst aufgekratzt ist. Wie kann ich danach schlafen? Also ich kann schon nicht schlafen, wenn mich sehr viel kleinere Sachen beschäftigen, was man so erlebt. Und ich denke, ihr kennt das auch, dass man manchmal nicht schlafen kann und einfach ein Dinge nachgehen. Und manchmal kann man das auch nicht so schnell irgendwie abstellen. Der Elia legte sich hin und schlief ein. Dieser Ort von Einschlafen hier ist übernatürlich negativ. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe zu seinen Häupten, hat er mehrere Häupten, nee, wahrscheinlich eine alte Luther-Übersetzung erwischt hier, da lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Ihr Lieben, versucht euch mal kurz vorzustellen, euch weckt ein Engel und gibt euch einen Kuchen. Ein Engel gibt euch einen Kuchen. Würdest du danach einschlafen? Also ich war da aufgeregt, dass mir gerade Engel einen Kuchen gebracht hat und wo jetzt unter dem Ginsterstrauch das herkommt und er mich weckt. Da legt es sich wieder schlafen. Es gibt eine
geistliche Müdigkeit erzeugt von diesem finsteren, dämonischen Geist der Isabel. Wenn dich das betrifft, hör auf, sie gewähren zu lassen. Das ist der Vorwurf von Jesus. Wenn wir das gewähren lassen, wirft uns Jesus das vor. Wir dürfen Isabel nicht mehr gewähren lassen. Immer in Bezug auf, wir treffen uns, wir kommen zusammen zum Beten, wir kommen zusammen, um den Herrn zu preisen. Wenn sich da immer so eine Bleidecke über dich zieht und du plötzlich einen Erschöpfungsgrad spürst, den du 2 Minuten vorher noch nicht hattest, dann weißt du, welcher Geist da gerade wirkt. Wir hören auf, Isabel gewähren zu lassen. Dann sehen wir ein Beispiel, dass es dieser Geist ist, der gerne hervorbringen will unter Kindern Gottes, geistliche Autoritäten zu missachten. Das lesen wir in 1. Könige 21, Vers 7. Da sagte seine Frau Isabel zu ihm, du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus. Steh auf, iss und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Jezreeliters Naboth geben. Also die Geschichte war, dass Ahab direkt angrenzend an sein Königsgrundstück gab es diesen Naboth und er hatte da einen Weinberg. Und der Ahab kam auf die Idee, irgendwie wäre das für mich cool, wenn ich direkt neben meinem Palast ein Gemüsebeet hätte. Und sagt es dem Naboth auch, gib mir deinen Weinberg, ich will dir den abkaufen und daraus für mich ein Gemüsebeet machen. Das ist schon für sich genommen, hat es einen Geschmack, weil jemand zu erklären, ich mache aus deinem Weinberg ein Gemüsebeet, das ist schon ein bisschen seltsam. Und Naboth hat gesagt, nein, das ist das Erbe meiner Väter, verkaufe ich dir nicht. Und da war der Ahab stinkig. Es steht, dass er sich trotzig auf sein Lager legte und mit dem Gesicht zur Wand drehte. Und dieses trotzig und stinkig sein ist was, was wir Männer, glaube ich, kennen. Und wo wir manchmal glauben, wir haben ein Recht drauf, uns so zu benehmen. Und im Bild gesprochen gibt es, glaube ich, bei uns Männern vor allem dieses Verhalten, uns zur Wand zu drehen und nicht mehr hören und sehen wollen. Und ihr Lieben, das ist ein Ahab-Geist, der da hantiert. Wir dürfen das nicht weiter gewähren lassen. Der König kriegt nicht, was er will, ist er eben beleidigt. Macht doch alle, was er wollt. Ja, und dieses Verhalten hat hier Ahab so gelebt. Ich glaube, dass da ein Geist dahinter ist und dass auch wir mit sowas zu tun haben vielleicht. Und das bringt dann Isabel auf den Plan. Wir lesen dann weiter, dass sie sagt, du bist doch König. Also entspann dich und sei fröhlich. Ich gebe dir den Weinberg. Wow. Die Frau vom König sorgt für Ordnung. Unfassbar. Er wollte diesen Weinberg kaufen, hat ihn nicht bekommen, ist beleidigt, ist gekränkt. Und sie sagt, sei entspannt, sei fröhlich, sei nicht mal traurig. Ich gebe dir den Weinberg, der er gar nicht gehört. Dann schrieb sie Briefe im Namen Ahabs und siegelte sie mit einem Siegel und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Vornehmen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Die Geschichte geht dann weiter, dass sie Menschen anstiftet, gegen diesen Naboth Falschaussagen zu machen, was letzten Endes zu seiner Hinrichtung führt. Und sie gibt tatsächlich diesen Weinberg ihrem Mann Ahab. Worauf ich hier hinaus will, ist, dass Isabel keine Probleme damit hat, mit dem Siegel des Königs Briefe zu verschicken. Das ist eine unfassbare Übertretung ihrer Reichweite und ein Missbrauch. Und das ist etwas, was sie niemals hätte tun dürfen. Sie benutzt das Siegel des Königs und nimmt das, um Briefe zu senden und um zu inszenieren, dass Naboth ums Leben kommt. Geistliche Autoritäten missachten ist ein
Ziel, was der Geist von Isabel gerne hervorbringt. Das dürfen wir nicht erlauben, dass dieser Geist uns dazu bringt, geistliche Autoritäten zu missachten, so über Grenzen hinwegzugehen, wie sie es getan hat. Nun ist es manchmal so, dass so ein Bild über Ahab entsteht, dass das irgendwie ein ziemlicher Schwächling war. Und die Isabel halt die manipulierende, kontrollierende Person aus dem Hintergrund und definitiv ist Manipulation und Kontrolle und Einschüchterung und Menschen zu irgendetwas zwingen, das ist definitiv das, was Isabel tut. Und es ist so ein Bild immer entstanden, dass Ahab irgendwie ja, so ein Pantoffelheld ist. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Ahab ein sehr erfolgreicher König war in Israel. Und mal so ganz spontan in die Runde gefragt, was glaubt ihr, wer das meiste Land eingenommen hat für Israel von den israelischen Königen? Ganz spontan. Nein? Nein. Derjenige, der das meiste Land eingenommen hat, war Salomo. Und auf Rang 2 ist Ahab. Und auf Rang 3 ist David. Also Ahab war nicht ein Pantoffelheld, der nichts auf die Reihe gekriegt hat. Das war kein Schwächling. Er war durchaus in dem, was er tat, in seinen Kriegen, absolut erfolgreich. Und wusste, was er da tat. Sein Vergehen und das, was Gott ihm so hart angekreidet hat, war, diese Frau zu heiraten. Das war dem Volk Gottes nicht erlaubt. Diese Frau war die Tochter eines Heidenpriesters und Mörders. Der Vater von Isabel hat einen König umgebracht, um selber König zu werden. Und hat damit diese Vermischung zugelassen von Anbetung, wahre Anbetung mit Götzendienst, was dazu führt, wenn man wahre Anbetung zu dem lebendigen Gott von Israel vermischt mit Götzendienst, dass die wahre Anbetung dann ausgerottet wird. Das ist dann das Ziel der Vermischung. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Also, dass wir auch das irgendwie zur Kenntnis nehmen. Ahab war nicht irgendwie eine schwache Person, der nichts auf die Reihe brachte. Er war sehr erfolgreich. Und dieser Geist ist auch irgendwie wirksam. Und den dürfen wir nicht gewähren lassen. Also permanente Müdigkeit, glaube ich, das spricht ganz konkret zu Personen in unserer Mitte. Geistliche Autorität missachten, das ist etwas, wozu uns Isabel gerne verführen möchte, was sie gerne erreichen will. Vielleicht können wir das auch beten. Wenn wir das irgendwie realisieren, wenn das zu uns gesprochen hat, wenn uns einfach jetzt der Heilige Geist die Augen dafür öffnet und wir sehen, oh, an der und der Stelle in meinem Leben, da laufen solche Dinge ab oder da gibt es einfach, dass dieser Geist da arbeitet und bisher habe ich das gewähren lassen. Sei es, dass du das geglaubt hast oder dich in diesen Bereich bewegt hast, nimm mich weg, es macht keinen Sinn, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Es ist auch nicht wichtig, ob ich hier bin. Betrifft es das Thema dieser übernatürlichen, von diesem Isabel-Geist herbeigeführten Müdigkeit, ganz besonders, wenn es um geistliche Aktivitäten geht, wenn einfach so eine Wucht von Unlust in dir aufsteigt, Dinge zu tun, wo du in deinem Geist eigentlich weißt, dass das richtig ist, dass das gut ist, dass uns das erfüllt, dass uns das voranbringt. Wenn du heute möchtest und sagst, ich lasse das nicht mehr gewähren, ich höre damit auf, das zu tolerieren. Ich nehme das an, was Jesus da seiner Gemeinde sagt. Hör auf, das zu tolerieren. Hör auf, den Geist gewähren zu lassen. Lass dich nicht mehr von diesem Geist erziehen. Lass dich nicht mehr von diesem Geist prägen.